Hey, was geht, na? Doof. Nicht gedoppelt werden von dem Schwertmeister als General. Da ist schon irgendwas, da stimmt schon irgendwas nicht. Boah, ich weiß noch, als ich in dem einen Wald festhing mit Yunaka in Lins Nebenquest. Diese blöden. Oh, jetzt kommen die alle. Diese verkackten Dings habe ich die ganze Zeit getroffen, ja. Diese Kombo-Angriffe. So, okay. Ich weiß nicht, was genau es triggert, wenn er sich bewegt. Ich nehme an, wenn wir irgendwie nah genug hier sind, so, ne? Aber jetzt hat sich Mani bewegt. Und ja, sie ist definitiv die einfachere Gegnerin. Soll vielleicht mal gucken, ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier rechtzeitig hinkomme. Mit ihr. Doch, klar, natürlich. Das schon. Ja, macht hier jemand Heilung? Ja. Oh, perfekt hoch, geil. Aber sie hat ja auch eine Menge Magie, ne? So vom Wert her. Okay. Ich bezweifle, dass er das hinkriegt. So hat hin. Ja, komm schon. Ist ja wohl ein kritischer Treffer hier raushauen können, oder? Ich glaube, da wird noch nicht reichen. Noch wird reichen. Sehr gut. Zack. Der Virtual Move. Von Dantos, von Devil May Cry, ja. Dantos Bruder. Okay, wow. Dann bekommt sie manchmal Level-Ups wie diese, ne? Kann auch nicht sein. Oh, Glück plus 6. Sehr gut. Den, ja. War Donnerschwert reicht nicht aus, ne? Reicht genau aus, perfekt. Blendender Blitz, ne? Seh's, versteh's jetzt. Und du hast auch Durchlauf. Ich habe voll den Durchlauf. Oh. So. Machen wir das so, ne? Halt. Nee, ich verstehe es nicht. So, dich hierhin mit der Orkanaxt, dann dich hochheilen. Aber dann geht alles okay, ja. Ne, dann ist alles okay, ja, meine ich. Mache ich das hier nur, ne? Ich will natürlich da reingehen und die Gegner oder erledigen, ne? Ich meine, selbstverständlich, oder? Ich gehe mal hier runter. Weißt du, das sind schon wieder so Sachen, ne? Wo willst du halt wissen? Ich weiß nicht, was die triggert, nicht? Ich warte hier noch mal. Was geht? Na,
Und er hat so lange ausgeholt. Ich dachte, der macht einen kritischen Treffer. Ah, warte, er kommt. Oh nein, da gefällt mir nicht. Warum sind die alle hier stehen geblieben? Gefällt mir nicht. Komm ich nicht ran. Aber diese 16 Crit-Chance, ne? Selber Axt. Okay. Kein Problem, er wird ja hochgeheilt. Sie wird hochgeheilt, meine ich. Oh Gott. Doof. Oh Gott. Diese Todesanimation. Aber noch mehr Geschicklichkeit. Oh yeah. Kann jemand sich um den kümmern? Wir liebsten ja alle mal schön anlocken. Ist mir schon wieder zu riskant hier mit ihr. Silber Axt 39. Schwert geht wahrscheinlich sowieso auf Jade los. Aber hier reichen die beiden aus, um den zu erledigen? Ich weiß es nicht. Und schon hat eine Menge AP, von daher. Aber nicht vergessen, einmal kann ich noch mit meinen Ding schießen, ne? Mein Katapult. Meine Kanone. Scheint immer mehr Leute zu kommen, ne? Oder auch nicht. Ja, solange er sich nicht bewegt, ist noch alles cool. Dann scheint auch gerade der Fall zu sein. Hallo, und der für sie. Wow. Wie auf komödiantische Weise einfach vom Pferd fallen. Zu viel Stärke, glaubst du nicht? So, was haben wir hier noch? Hat man die sich überhaupt bewegt? Hat die sich bewegt? Oh oh. Wenn sie die ganze Zeit bei ihm hockt, ist natürlich ein bisschen doof. So, warte mal. Hat's noch nicht? Oh, du hast nicht Dings. So. Ja, da bin ich gut. Also ich brauche eine Einheit mehr hier. Ich brauche so eine Einheit mehr, brauche ich hier.
Also eine Einheit brauche ich mehr. Wer ist denn da noch? Du. Ja, sie wird nicht reichen, um ihn zu erledigen. Warte mal, reicht ein Hammer aus? Tut sogar. Cool. Oh, sehr cool. Mit dem Hammer greift sie zuerst an, natürlich. Cool. Stimmt, das sind ja... Ah, das ist ein Erzritter, deswegen. Ich dachte, das sind auch die ganze Zeit Königsritter hier. Kein Wunder, ob die so wenig Resistenz haben. 39, alles cool. Oder? Ja, ja, ja. So, habe ich jetzt aber richtig gesehen, sie bewegt sich nicht, also Mani. Heilung erhalten. So. Mit deinen schönen Donnerschwert da rein. Ich traue mich ja nicht voran zu gehen. Ich nicht weiß, ob ich, wenn ich da oben irgendwie zu weit nach rechts gehe, ob die sich dann da unten bewegen. Ne? Boah. Das bin echt nötig. Kannst nicht einfach nur zuschlagen mit dem Teil. Das ist echt mit deinem Pferd so. Wie hast du überhaupt mit deinem Pferd koordiniert? Stell mir relativ schwer vor. Oh Gott, jetzt haben sie sich da alle verschanzt und ich komme jetzt da nicht ran. Wolfsritter mit der Axt. So. Ich glaube, die bewegen sich nicht auf mich los. Ah, du hast gar kein Donnerschwert. Also, das war perfekt irgendwie. Weiß ich nicht, wir haben Töter, warum war nicht, aber mal schauen. Jetzt sogar bei Lev ausgerüstet und so. Ja, wenn Donnerschwert da richtig gut. So, die Frage ist jetzt natürlich, ne, bewegen die sich jetzt oder nicht? Sieht nämlich nicht so aus. Sieht schon fast nicht so danach aus. So, das ist eine Silberachs mit 35 Schaden. Warum hast du vorhin ausgerüstet? Bist du eigentlich lebensmüde? So, du bist der Einzige, den erreichen kann. So. So, dann ihr drei, ihr werdet das ja wohl hinkriegen, ne? Oh ja. Wenn ich Glück habe, geht der mit dem Tomahawk rein und krittet. Ja, ihn habe ich Treffer plus 15 gegeben, damit er mal Gegner nicht die ganze Zeit daneben haut mit seiner Axt. Gleich von Sigurd gelernt, ne?
weil der Schlag habe ich irgendwie nicht so einen Gebrauch für, finde ich. Aber warum nicht, ne? Ja, Zitronenmeter wollte genug Schaden machen, ne? Ich meine, sie hatte genug Schaden gemacht. Butcher haut ja auch noch mal einmal rein, ne? Oh ja. Hahaha, wenn sie den Korbschlag aber natürlich daneben haut, ne? Alter, wenn er mit einem Korbschlag daneben haut, ne? Danke. Okay. Ich weiß nicht so recht über dieses Level ab. Okay. Ich könnte da reinballern. Dann trigger ich auch wahrscheinlich alle da, ne? Ja, was passiert jetzt? Er wird getriggert. Oh. Wie kannst du es eigentlich wagen? Hab Respekt von deinen Eltern, von deinen älteren Mitbürgern. So, okay, da kann ich noch ein paar rauspicken, wie es ausschaut. Ja, die scheinen sich irgendwie so zu positionieren, damit weiß ich nicht. Nee, ich will sie schmettert dich, ne? Mit Schwetterkraft. Konzerte. Ich kann es einfach so erledigen. Natürlich die Outspeeden mit einer müsste eigentlich warum will ich dann zweimal angreifen, er müsste da eigentlich danach erstmal angreifen, er hat doch eine Silberachs. Verstehe es nicht. Kann ich hier wirklich hier alle so einer nach dem anderen rauspicken? Also das scheint irgendwie was damit zu tun zu haben, wie sich, keine Ahnung, Dings hier bewegt. Wie nah man sich irgendwie an die heran bewegt. So, ich will natürlich hier reingehen und gucken, was da drin ist, ne? Jemand auch verzerrte, aber wer weiß, vielleicht hinterlassen die ja irgendwie was, ich weiß nicht. Natürlich noch nicht da reingehen. 2 unter, perfekt. Hole! Steck was zum Hals fest. Oh. Leih mir mal dein Wodau aus. Kriegst auch meins so lange. Ah. In einem Text. Ja, da kommt schon der nächste. Da brauche ich 2 kritische Treffer. Einer. Also solange das so funktioniert, ne? Nur noch besser als da reinzugehen und irgendwie tot zu riskieren.
solange diese eine nach dem anderen da einfach rauskommen, ne? Und die ordnen sich ja immer so an, damit die mit irgendwann in Reichweite sind. Also von daher vielleicht nicht die super feine englische Art, das hier zu erledigen, aber wenn es klappt, hallo, dann nutze ich das verdammt nochmal aus. Sag für Mani und Maubier werden sowieso aller nervigste hier sein. Und da macht mir überhaupt nichts aus, hier so ein bisschen zu cheesen. Fokus braucht sie total. So, ein Erfahrungspunkt. Ja, ist schon Level 7, ne? Das ist mein stärkster Heiler offiziell. Hm. Und da oben warten die immer noch. Nächster. Daneben. Oh, ich will da keinen kritischen Treffer. So, ich glaube, ich komme aber alle rausgeholt, die wir rausholen konnten. Okay, aber so viele Leute haben wir ja gar nicht mehr. Können wir den noch anlocken? Silberschwert. Was ist das? Ein nur Silberschwert, ja. Aha, lass mal gucken. Ha, guck mal. Ne, 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 ne. Hab ich genau gesehen, Mann. Ich meine, zur Not kann ich das ja immer noch so manipulieren, so im Sinne von. Okay. Also die sind jetzt die einzigen Gegner, die jetzt hier noch übrig sind, in die ich kämpfen kann. So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch nicht. Okay. Also wenn man hier reingeht, dann anscheinend. Okay. So, ich pack meine Hauptcharaktere rein. Ne, ich will das Häuschen nämlich noch aufmachen. Dann hier reingehen. Hoffen, dass da nicht so viele Gegner rauskommen. Dann fangen wir gleich mal an, uns um die zu kümmern. Aber auch eiskalt hier nur Gegner rauskommen, ne? Ja, ah, ich wusste es, aber die hinterlassen ein paar Sachen, ne? So, 43, sie ist tot. Weiß nicht, was ich gedacht habe, was hier, wie ich das hier anstellen, ne? Aber
hätte ja ruhig kicken können eigentlich, ne? Da ich muss ja tanzen. Kann ich überhaupt meine Dings irgendwo aufladen? Nee, ne? Ja, da oben. Cool. Komme ich auch gut dran. Ja, die Situation, die kriege ich nicht mehr. So. 77%, komm. Genau, darauf wollte ich auch ursprünglich aufbauen, ne? Dass die kritischen Treffer kommt, ne? Und dann hier eiskalt. Okay, das funktioniert so nicht. Vorsicht nicht, ne, jetzt 92 Treffer. Jetzt extra für den ganzen Mist hier einmal tanzen. So, zweimal kritten, bitte. Mal sehen, ob das funktioniert. Nein. Ja, das bringt leider nicht mehr. So, Zitrin ist sowas von tot. Oder Eti. Mal sehen. Oh wow. So ausgerichtet. Also indirekt tut man ja doch noch irgendwie was freischalten, ne? Ein Elixier habe ich jetzt bekommen, was ich halt ja verkaufen kann. Das sind jetzt nicht nur einfach Gegner, so haha, du hast dieses Haus hier untersucht, ne? Jetzt bist du im Eimer, also kriegst schon hier was, ne? So, jetzt machen wir gleich noch da oben, ne? Da oben werden sie ja nicht so schnell frecken, nehme ich an. Wenn ich aber höflich von ihnen hatte, noch die Tür zu machen. Da ist so frustrierend, ne? Manchmal. Hier einfach nicht. Warte mal hier. Da, du hast ein Draco Shield. So. Ach, ihr bekommt mehr. Ihr bekommt mehr verdammte Dingens. Ja, ich glaube, Chimera überlebt aber zwei Angriffe, ne? Die ist relativ tanky. 44, obwohl 20. Oh wow. Sie wird dazu sogar noch überleben. Er allerdings. Er nicht. Das heißt, er muss ja raus. Dann geht es uns eigentlich hier gut, ne? So, dann müssen wir uns irgendwie um die kümmern. Oh nein. Oh. Wir verkackten Dingensangriffe. Aber 23%. Danke. Ich wollte schon sagen, wenn du mich damit triffst jetzt, ne? Denn Anne auch 23%? Wird nämlich getroffen. Ach, die sind alle in diesem blöden Nebel. Ich krieg die nicht down.
Ich glaube nicht, das war. Nee, kann ich auch nicht dahin platzieren. Kacke. Eins, zwei, drei, vier, verdammt. Warte, warst du nicht irgendwie? Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. So, dann kümmern wir uns langsam mal sich mal um die Situation hier, ne? Alles Gute. Oh, das ist das. Sagen. Ich dachte, ich schieb dann irgendwie jemanden. So. So. Ja, ich meine jetzt keinen Schaden leider. Natürlich triffst du mich mit 23%. Das darf einfach nicht wahr sein. Ja, 7% Chance, mich zu treffen. Das hat schon wieder passiert. Aber ich muss hier ein Pokertipp einsetzen. Ich habe heute mehr vergessen, als ihr Reichweite ist. Da bekommst du ein schönes Sonne. Ist nicht schlecht. Damit kann er sich heilen. Ah, perfekt, Mann. Verteidigung 1. Er nimmt 43 Schaden jetzt. So. Ich glaube, die Situation wird aber relativ einfach da unten mit dem Bossen. Nicht 7%ige Chance treffen. Mein Name ist nicht Diamant, mein Name ist Sigurd. Er hat auch voll die krassen Stärkenwerte, ne? So, man hat alles auch erledigt, gut. Alle Schätze abgestaubt, alle Dörfer abgeklappert, alle Leute rekrutiert. Jetzt können wir uns hier um die Bosse kümmern. Ich habe so das Gefühl, das wird relativ easy. Kann hier irgendjemand heilen? Nee. Oder? Dann haben wir das eigentlich hier, ne? Ich meine, er kann heilen. Aber so machen wir halt jetzt hier, ne? Pass auf. Sehr einfacher erster Zug, ne? Wir
machen erstmal niemanden ja platt, leider. Ich überlege gerade, kann man irgendwie noch Angriffskraft erhöhen? Ich glaube nicht, ne? Na gut, was soll's. Na, ich nehme mal, wir machen den dann, ne? Weil wir einfach gegen den am meisten Schaden machen. Ich würde auch schon gerne hier gegen die ja Schaden machen. Aber das ist einfach 5 Schaden, das ist viel zu wenig. Muss ich doch gar nicht. Aber den erst. Ich merke gerade, bringt das überhaupt was? Ich will eigentlich die beiden. Oh, was jetzt gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe auch seine Bewegungsreichweite nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß ja nicht. Ich habe aber doof. Muss ich nochmal machen. Ja, ne? Ich bin so blöd. Ich will auch die hier anlocken. Also sollte ich definitiv auch mal die angreifen, ne? Vielleicht schaffe ich ja, dass nur sie auf mich erstmal loskommen. Ja, vielleicht habe ich ja nur sie auf uns losgegangen. Natürlich sehr gut. Ich meine, er kann sie noch mal zurückretten, aber wenn ich sie schnell genug erledige, wird das schon gehen, ne? Sie kommt nicht auf uns los. Wir auf den Arm nehmen. Boah. Kippst du jetzt nicht? Na, weißt du was? Ja. Ich stimme mich ein bisschen so über preparen, aber es kann schnell gehen in dem Spiel. Oh, rein da, auf uns los, verdammt. Haben wir noch nicht auf mich los, Mann? Das stimmt mit euch nicht. Komm her, verdammt. Wie habe ich denn hier letztes Mal angelockt? Na, pass auf, wenn ich hier hingehe, na, dann kommt er auf mich los. Okay, magischer Angriff 41 und er mit 36 Angriffskraft, ne? Ich kann nicht wirklich irgendjemand dahin packen, leider. Hey, meine Klone haben Geschicklichkeit und Resistenz maximiert. Hm.
voll dämlich gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt wird er getriggert. Hier spielen, ne? Ah, ich habe mal eine Frage. Kann ich? Jetzt gucke ich dann eine an. Ja, der wird von zwei Leuten angegriffen, ne? Und wird halt nicht überleben. Rettung. Warum hast du Rettung eingesetzt? Sie stand doch schon neben ihn. Was zum Teufel geht diesem Spiel auf einmal los, ey? Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was genau da gerade passiert ist, ne? Und zwar nehme ich mal an, sie sollte eigentlich noch hier sein und er hätte sie dann zu sich hingezogen, ne? So in dem Falle, in dem ich auf ihn losgegangen wäre oder so, ne? Ja, okay, hier nehme ich aber mehr Schaden, ne? Ja. 41 Magieresistenz, ja. Ja, die KI ist manchmal gut, aber manchmal auch echt nicht, ne? Also da gehen schon einige Sachen irgendwie schief, so Gefühl. Ja. Jetzt haben wir nur noch die beiden Bosse übrig. Ja, jetzt kommt er auf uns raus. Dreht die Musik wieder auf. Ah, jetzt kommen sie beide. Aber dann Feuer frei. Sehr wohl. Ich habe darauf geachtet, ne? Die ansprechen konnte. So. Na, wir konnten nicht miteinander reden, ne, Kollege. So. Zeit, unsere Ringe zu aktivieren. So. Kommen wir zum Dich, ja. Soll ich mal da hingehen, damit er mehr Schaden macht, damit sie mehr Schaden macht. Machen wir ja ganz locker. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber irgendwie immun ist festhalten oder so, aber ich glaube nicht, ne? So. Jetzt kann Etty genau angreifen vom Weiten. Also unbedacht sollte man jedenfalls nicht in die Kämpfe reingehen. Ne? Ich weiß, ich tue mich hier voll überpreparen. Aber so rückblickend betrachtet sollte man so leicht die Kämpfe auch nicht auf die Schulter nehmen. Okay, wat? Oh, da war Mond. Dann sagen wir mal, halt auf einmal so viel. So, ich darf gar nicht hier aus der Nähe mit ihm angreifen, merke ich gerade.
Man zieht eine Kriegerlanze, setzt eine Kriegerlanze ein. Ja, dann hält er sich wieder hoch. Ja, nee, ich finde das schon gut hier, die Situation. Dann muss ich so weitermachen. Und Schaden nimmt er jetzt auch noch. So, leider haben wir keinen Dings mehr hier. So, jetzt wird es ein bisschen unschön hier, finde ich. Oh, warte, passiert das jetzt noch? Okay, wollte schon sagen. Okay. Da sind die beide so auf dem gleichen Ding. So, am besten wäre jetzt nach... Ah, nee, ich kann ja gar nicht. Hm. Na, du hast einen Sonnenbogen, ne? Ah, ich glaube nicht, dass er reichen wird hier mit allen Leuten. Ich will eigentlich nur gucken, wer hat hier alles überlebt mit ihm. Weiß ich, keine Crit-Chance, aber das ist noch so Rato. Ja, Glanz. Tani, oh nee. So, wie mache ich das jetzt mit ihr? Jetzt selbst, obwohl ich hier voll alles hier vorbereitet habe, ne, bin ich immer noch in einer relativ gefährlichen Situation. Wir müssen einfach versuchen, jetzt hier mit ihr kurz einen Prozess zu machen. So, voran. Oh, das ist eine sehr gute Trefferchance. Ja, richtig anstellen, kriegen wir sie kaputt, bevor sie irgendwie zum Angriff kommt. Okay. Hier noch einen Gang hoch, ne? Gib mir den Roy. Das ist mein Boy. So, sie hat die Binding Blade. Roy's Signaturwaffe, das Feuerschwert. Das nur 20 Uses hat in Fire Emblem 6. Mein Gott, Roy ist so schlecht. So, ich kann aber tanzen, ne? So, warte mal, The Binding Blade hat 2 Reichweite. Nein. Oh, nee. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache.
Weiß ich, wie ich das mache? Ich glaube nicht. Du weißt ja wohl nicht. Warum sind deine Werte nicht reduziert? Ich habe dich doch festgenagelt. Ah, das wird ein sehr schlechter Tanz sein, glaube ich. Aber das wusste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Damit ist das hier eine 2 Reichweite Waffe. Entschuldige, was? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders machen soll. Anders fällt mir jetzt gerade nicht ein. So, tanzen. Boom. Sehr gut. Okay, sie hat ja massiv nachgeholt jetzt, ey. Ja, Kampf. Nennen wir es Kampf. Warte mal, Hammer sehe ich gerade. Was nichts bringt. So, du wirst mich aber nicht mit irgendwas hier doppeln, ne? Du bist nicht, du bist überhaupt nicht schnell. Aber ich kann auch gar nicht. Ne, der macht physischen Schaden. So, was ich machen will, ist am besten dich erledigen. Ah. Du bist im Weg gerade, Kollege. Oh mein Gott, ich brauche jeden, ne? Vielleicht krieg ich ja den schon weg. Vorher. Nee. Nix an Schaden, absolut gar nichts. Mann, hier stehen alle so blöd hier. Sind alle hier so auf den Haufen. Oh, dann geh du ja weg, keine Ahnung. Muss sie ihn da wegholen. So, das ist meine Strategie. So, ich nagel sie jetzt noch fest. Sind die beide festgenagelt. So. So, sie gehen jetzt auf ihn los, leider. Aber er müsste halt eigentlich verkraften können. Oh ja. Obwohl, ich weiß nicht. Aber sie wird ihren Superangriff ja nicht einsetzen können, ne? Wenn ich schon angreifen kann, ne? Warum denn dann nicht? Noch jemand mit 3? Nee, ne? Ich könnte mit ihnen hier reingehen. Nee, ich glaube aber nicht, ne? Ja, er hat ein Rapier ausgerüstet. Aber dann kommt er im nächsten Zug mit seinen Dings um die Ecke, ne? Alter. Da kommt er im nächsten Zug mit seinen Dings um die Ecke, aber ich glaube, den krieg ich sogar down, bevor ich das mache. Oh ne, lass mal so. Mir gefällt das relativ so. Mir gefällt da, was ich hier zusammenbaue.
Part sieht so lahm aus, ne? Auf dem Game Boy Advance sah noch relativ stylisch aus, ja. Wie Roy irgendwie sein Schwert erhebt und dann einfach so ein Feuerball auf die Gegner schießt. So, sie kriegen wir down. Kann ja niemand mit denen reden, ne? Okay, wieso kann ich mit 4. Stufe sie voll einfach erledigen? Unterhaltet ihr euch? Mir ziemlich sicher, wir erledigen den Typen gleich. Einfach mal sehen, ob ihr irgendwie eine Unterhaltung habt. Nö. So, wir müssen in den Zug jetzt aber hier alle erledigen. Wie, das reicht nicht. Boah. Boah. Gibt's da jetzt einfach nicht. Alter, warum macht denn das jetzt schon? Ach, weil sie so einen blöden Effekt hat, ne? Alter. Wie viel AP zählt denn das? Ja, wie viel AP zählt das denn? Über 10. Oh. So, versucht das jetzt immer abzuwehren, Kollegen. Schießt immer noch. Wir schaffen eben jeden Kapitel zu überleben. Wenn dann dauernd weg. Jetzt muss ich schaffen, dich hier zu erledigen. Nehmen zu. Oh, der war gut. Ja. So, jetzt muss ich hier noch 2 AP-Balken abziehen. Klar, sonst noch Wünsche. Alter, was? Entschuldige, wie viel Schaden machst du? Eine Menge. Da müssen wir mit ihnen hier reingehen, würde ich sagen. Ne? Mal ein. Ah, perfekt. Wenn die alle treffen, natürlich. Was sie alle werden. Omeo Kaio. Auf ihn. Ja, die mussten echt sogar alle treffen. So. Weißt du, hat er seinen Tani nicht ausgerüstet, ey. Tani ist mehr oder weniger ein Rapier. Oder ein als Rapier, nur in Form eines Zauberbuchs.
Ich weiß nicht, worauf einmal der Schaden herkommt, den er anrichtet, aber nehme ich gerne. Und sie macht ja nichts an Schaden, ne? Obwohl, ich habe ihn ja geschwächt. Ja, ist auch cool. Na, ob das reicht? Ich glaube, ich muss den ja machen, ne? Weil sie wird sowieso nichts anrichten können, ne? So schadensmäßig. Außer ich sehe, wie das effektiv ist. Ich dachte ja vom Schaden her. Was? Ja, okay, ich habe jetzt gerade Stärke erhöht, ne? Du meinst dich um 15 Dinger, aber ich mache dir mehr Schaden, ne? Von daher ist in Ordnung. Sammler Nervtritte aktiviert. Ja. Oh, der war so gut. Der war gerade so gut. Jetzt kann ich mich wegbewegen. Und dann haben wir's. Okay, wir müssen 13 Einheiten haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Und alle haben unglaublich gut gelevelt. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Charakter mehr. Doch, ich habe noch ein paar Charaktere unter Level. Unter Level 4. Unter Level 5. Also Level 4. Ich würde sagen, Diamant schnappt sich den, ne? Hört. Aber rein da. Auf den fertig. Mein fairen Kampf. Hey, lass mir auch was. Okay, cool. Eine Kriegerlanze, sehr gut. Okay, das war. Ich meine, ich habe es unglaublich langsam und vorsichtig gespielt, aber da war noch relativ chillig, fand ich. Yes. これじゃ褒めてもらえない。ソンブル様にセピアに怒られちゃうよ。怒られるわけがないと言っていたのは誰だ。早く戻らねば。ベイル様が。待ってください。ベイルがどうしたんですか。ソンブル様はあなたの魔法具をセピアにカスされた。あれを行使すればベイル様はもう二度とお目覚めになられない。 皆はそれを望み、喜ばしく思っているのに、俺はただかわいそうだと。ずっと。あなたは本当のベイルを守りたいのですね。話しすぎた。マロン、俺はただ一人でも戻る。待て、待てよ。追わなくていいのかい？ 指輪は取り戻しましたから。それに今ベイルのそばには sowas von irgendwie getötet, so als Exempel, ne? ようやく取り戻せました。お帰りなさい。紋章師ミカヤ。Mikaya und Roy. Vor allem Mikaya. Oh, jetzt kann Wanda heilen. Wanda erhebt sich aus seinem Grab. Meine Zeit ist gekommen. Ja,
Und dann fehlt jetzt nur noch. Warte mal, wir noch Marv und Celica. Auch von Fire Emblem 1 und 2. Cool. イルシオンに広がっているのだと思うよ。では私たちは、かつてのイルシオンの民を急ぎましょう。大量の異形兵が国の外に出れば、ソルムやブロディア、フィレネも同じことになるわ。それに、まだ持ちこたえているタミたちがいてくれるはずよ。イルシオン城へ急ぎましょう。祝賀わざわざ足止めに来たということは、奴らには。 Was haben die noch zwei Ringe? Das heißt, die können nicht alle einen Ring haben jetzt. Also die haben jetzt gar keine Chance mehr gegen uns. Wird ja jetzt von, wird ja immer einfacher jetzt. Wir bekommen mehr Ringe, die bekommen weniger Ringe. Und die Mani, die wird doch sowas von irgendwie ja von Augen der anderen Bluthunde irgendwie abgeschnetzelt oder so. Weil nicht Fire Emblem würde ich dazu trauen. Manchmal gehen die so mit ihren Bösewichten um. Okay, cool. Und wir haben neuen Charakter, cool. Irgendwie muss ich als erstes hier an Fire Emblem 7 denken. Wer ist hier nochmal? Lim Stella. Welche auch irgendwie. Fire Emblem 7 gab es ja irgendwie diese Klone, irgendwie diese Morphs oder wie auch immer die hießen. Irgendwie so künstliche Menschen waren oder so und weiß nicht, die haben ja irgendwie ein Drachentor dann irgendwann mal geöffnet und dann war der Hauptbösewicht Nurgle war Fire Emblem 7, ja, ne? Ja, Lion war Fire Emblem 8. Nurgle, ja. Oh, keine Ahnung, die haben da irgendwie ein Drachentor geöffnet. Und hier Lim Stella, ich glaube, das war ihr Name. Die war die ganze Zeit irgendwie so hochgehypt, so als Bösewicht im Spiel. Oder hatte jedenfalls so eine zentrale Rolle. Dann öffnen die irgendwie ja dieses Drachentor. Und im Fire Emblem 7 sind Drachen ein Big Deal. Also Drachen sind da nicht frei am Rumlaufen oder so. Ja, das ist irgendwie die sind irgendwie in einer ganz anderen Welt oder so eingesperrt und ja, die öffnen ein Drachentor, dann kommt irgendwie, weiß nicht, der Hauptbösewicht öffnet das und irgendwie ist die Kacke dann voll am Dampfen, denkt sich so, oh Gott, ich gehe weg hier, ne? Der teleportiert sich einfach aus dem Raum und irgendwie, ich glaube, Lim Stella bleibt dann nur übrig so, wartet Lord Nurgle, was zum, ah, damit irgendwie dieses Tor eingeschlossen und stirbt einfach so eiskalt irgendwie hingerichtet, anstatt irgendwie voll den Endkampf oder irgendwie sowas zu haben. Und genauso stelle ich mir halt jetzt gleich vor, irgendwie so gleich im nächsten Part wahrscheinlich, ne? Aber wir haben schon so oft gegen die ganzen Bluthunde gekämpft, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwann so im Kampf sterben. Wir haben Mani und Bavir schon so oft auf die Nuss gegeben, ne? Also würde ich irgendwie mal raten, irgendwann kriegen die so eine eigene Cutscene oder so, weil die verwandeln sich irgendwie in Verzerrten oder irgendwie sowas, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Und ja, bei Bavir wird es immer irgendwie offensichtlicher, dass er sich vielleicht irgendwie irgendwann Sinneswandel hat und sich uns anschließt oder so. Mani vielleicht auch, weil sie auch noch nicht so komplett pro Zombrone ist, so wie die anderen beiden, Mr. Masochist und Sophia. Bei denen ist offensichtlich jede Hoffnung verloren, aber bei den anderen beiden weiß ich nicht, stelle ich mir nur so vor. Okay. Knöpfe, mein Gott. So, also wäre fertig, ne? Dann gehen wir zur
Ja, ich gehe meist zur Weltkarte zurück, um zu gucken, ob Cutscenes oder so kommen, ne? Hab ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht gemacht. Keine Cutscene. Ah, und dann sind wahrscheinlich jetzt die Nebenquests für Mikaya und Roy, ne? Nebenquest. Nächstes Mal machen wir Nebenquest, ganz sicher. So, sind wir schon bei Kapitel 20, Schloss Elusia. Im Sieg von Mani und Mobi erreicht die Armee des Wurmgottes endlich Schloss Elusia. Vielleicht sind wir auch schon relativ nah am Ende dran, ne? Eisige Festung. Für Mikaya. Ach, die Level kenne ich. Das ist, wo man im Fire Emblem 10 muss man ja mehrere Armeen kontrollieren. Man hat ja immer hin und her gewechselt, so zwischen Mikaya und Ikes Armee. Und das Kapitel war irgendwie so, wo irgendwie man musste mit Mikayas Armee die Festung stürmen, aber dann kam irgendwann die Armee, zu der Ike gehörte, und dann irgendwann im Laufe des Kapitels, so in den letzten Runden, also man muss irgendwie, weiß nicht, so 10 Züge oder so muss man irgendwie verteidigen, so irgendwann im Laufe des Kapitels kam dann Ike und all den seine Söldner, und ja, wenn man dann irgendwie unten in der Nähe war, wo die gespawnt sind, dann war man sowas von tot, weil die Armee von Mikaya war so viel schwächer als die von Ike. Jedes Mal, wenn man mit Ikes Söldnern gegen Mikayas Armee gekämpft hat, war halt irgendwie voll einfach, aber wenn man umgekehrt gekämpft hat, dann war halt der absolute Horror, weil Ike und seine Söldner alle so viel stärker waren. So, der Schrein des Siegels, erneut für Emblem Roy. Fire Emblem 6 habe ich auch nicht mehr so gut im Kopf. Also, oh, auf das Kapitel von Mikaya freue ich mich. Da werde ich wahrscheinlich einige Referenzen, einige Anspielungen mit Sicherheit. Was für ein Level ist das überhaupt jetzt hier? Da habe ich bestimmt einige Anspielungen bemerken. Klassen erfahren, Level 8. Okay, muss ich mir auf Screen mal notieren wieder. So, okay. Oh, wir haben wieder 2 neue Emblem-Ringe. Ich muss mir gar keine Ringe mehr. Doch, ich muss mir Ringe erstellen. Ich habe 2 neue Charaktere wieder. Ich muss mir die restlichen Ringe wiederholen. Ganz vergessen, Mann. Keine Ahnung. Ich muss ja nur alle Fire Emblem 6 und Fire Emblem 10 Ringe erstmal hier einstecken. Alter Boden, Krafttraining, neue Schwierigkeit. Oh Gott. So, aber erstmal Unterhaltung, Linden und Jade. Sag mal. Okay. Was für Probleme habt ihr denn? Oh, Jadeka. Nani. Imakara Sander de Yakigashi o yakou to motte na. Entschuldige, was? Jade yo. Anta ga motte ru sono hon wa nan ja? Washi wa sekai juu no hon wo yomi asatta no ja ga. そんな表紙は見たことがないぞ。当然です。これはその私の自作の小説ですから。なんと、それは素晴らしい。ぜひ読ませてくれんかの。リンデン殿にですか。真面目さのかけらもない小説ですよ。なるほど、喜劇なんじゃな。ますます興味深い。 普通の本はちょうど飽きていたところじゃ。なんとか読ませてくれんかの。わし、お手製の焼き菓子もやろう。それで手を打たんか。取引じゃ。取引などとは恐れ多いです。読んでいただけるのは光栄ですから。ただ、後悔しても知りませんよ。おお、読ませてくれるか。礼を言うぞ、ジェーデ。 Er hat irgendwie so einen alten Einsiedler-Vibe irgendwie. Da bin ich mir halt nur ein. Hey, B. Alquist und Butcheron. Animation. 7, 8,
Okay. Ja, aber darum ging es um den ersten Sport, ne? Ja, wir Muskeln aufbauen. Ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal zum Brunnen. Alter Brunnen, neue Items, ja. Irgendwie ausgegraut, hat mich verwirrt. Die Brühe ist am Dampfen. So, was sind da für lecker Messer, Knusprigbogen? Was für ein Boden ist das? Ja, Alchrist. So, ich habe schon ein Eisenschwert, ist eigentlich voll nutzlos im Moment. Eisenlanze auch. Stahllanze haben wir eine, zwei haben wir schon. Hm. Weiß nicht, ob das so gut ist, meine ganzen Waffen hier reinzupacken. Die Stabachs. So. Oh, ich kann gar nicht so. Oh. Dann kann ich ja gar nicht hier links erreichen. Oh, das heißt, ich muss ja einige wichtige Sachen einpacken. Kann ich einen Heilung, ein vier Heilung einpacken? Bringt nichts, ne? Ja, kam es für das Stärk KP jetzt, aber wenn es wieder ja. Wurde es als Item verwendet, verschwindet es. Was? Ich habe viel zu viel Elfenlicht, glaube ich. Ich komme ja gar nicht auf die vier Sterne. Also super gute Sachen will ich jetzt auch nicht einpacken. Hallo. Aber wollt ihr, was ich da reinpacke? Die Ration wird es nicht so bringen, ne? So, Elfen, ich gibt zwei oder auch nicht. Komm schon, Mann. Kommt ja gar nicht ran irgendwie.
Ich nehme mal, ich kann es in zwei Vorratif da reinpacken, ne? Okay. Warum? Hätte ich alles mal kaufen können. Ich möchte es nur mal erwähnen, ne? So, Krafttraining, da werde ich offscreen abchecken. Oh. Oh, hey, habe ich gar nicht angeguckt. Damals. So, Anna kam, glaube ich, nicht im... Eine Version von Anna kam, glaube ich, nicht in Fire Emblem 9 und 10 vor, ne? Ich glaube, der 9. und der 10. Teil hatten gar keine Version von Anna. Ich bin mir nicht sicher. Und da gab es irgendwie... Da gab es ehrlich gesagt einen Händler mit dem Namen Daniel. Da gab es irgendwie so zwei Händler, so zwei Typen. Einer von denen hieß Daniel. Das weiß ich noch. So, ich würde dann sagen, nach in der Arena müssen wir auch noch so für Supports und so, ne? Wenn zwei lange Parts, zwei anderthalbstündige Parts. So, gute Frage. Wir brauchen jetzt hier Level, ne? Guck mal, wie stark die jetzt hier alle sind. Ich liebe es. So, Gold Mary. Du kriegst auch bestimmt auch noch Level 5 hin, ne? Das könnte was werden. Oh ja. Sehr gut. Ist ja auch schon Level 5. Tapferer Helfer. Weiß nicht, was das ist. Kann ich auch hier nachgucken. Cool. Wo ist er? Ja. Den DKP der Einheit gleich 100%. Ah ja, genau, das habe ich schon mal gesehen. So, Luis, komm. Zwei Dinger locker. Oh Gott. Oh, gut. Wow. Ja, Sonne bringt mit. Ja, bitte nicht. Sehr gut. Ich muss sagen, lass jetzt nicht die Zeit hier ablaufen, oder? Cool, er ist auch Level 5. Was hat Dings noch mal gelernt, Jade? Oh, schade. Oh, das ist ein bisschen nicht cool. Boah, in Fire Emblem Fates war das voll broken. Da haben sie, glaube ich, auf Level 15 gelernt, dass man das Gegner nicht, dass man nicht doppeln kann. Aber man kann auch nicht gedoppelt werden. Und für Generäle ist das unglaublich mächtig. Weil die sowieso immer zu langsam sind, um irgendwas zu doppeln. Von daher... Kannst du ja überall reinschicken, die werden nie gedoppelt. Da war übelst broken damals. So, vielleicht nicht mit dem Wurfball, wenn es geht. Vielleicht mit einer Waffe, mit der du gewinnen kannst. Wer hat den das Tomahawk? Du hast der Tomahawk. Jetzt ausgerüstet, ja, ne? Noch etwas gerieder Weichkäse, Sir. Oh, hey. Hey, warte. Nicht mit ihm. Support. Oh. Donk. Donk. Oder eine Menge Erfahrungspunkte. Noch nicht mal ein Support freigeschaltet. Ich weiß es nicht. So. Und ich meine, ihr wisst schon,
genau, was ich vorhab, ne? Mikaya, die eine hat kein Stäbe, bis Level C verwenden. Oh. Das wird sowas von passiert im nächsten Part. Er wird als Heiler verfrachtet. Weil anders sehe ich jetzt irgendwie nicht, wie er noch Erfahrungspunkte sammeln kann, ne? Das wird lustig. Oder ein absolutes Horrorspielchen. So, schaue ich das jetzt mal an, ne? Schick mal Wanda hier rein, weil wir mit ihm sowas sowieso ja Mikaya hier leveln. Und jetzt bin ich am Start. Okay. Wow, er kriegt sie sogar down. Wenn er trifft. Wow. Gut gemacht, Wanda. Also ja, eben drücken wir einen Stab in der Hand und er wird dann eiskalt zum Heiler abgestempelt. Er wird der schlechteste Heiler aller Zeiten sein, aber so kommen wir wenigstens dazu, ihn zu benutzen. Aber mal sehen, wie ungefähr stark er sein kann. Das wird nicht gut sein. Sie natürlich noch einige Sachen so geben, ne? Ja, ich muss ihn auch noch mit bei Leffen zu trainieren lassen. Ich habe ihn ja mit ihm noch gar nichts zu machen, ne? Er braucht hier die Erfahrungspunkte. Ja. Er braucht hier einen Erfahrungspunkte Schub, ne? Kann ich auch schon mal so machen. Alter. Okay, ist gut. Man kann sich auch ein bisschen zurückhalten bei Lev. Zum Glück macht das keinen Unterschied. Deswegen verstehe ich nicht, warum er überhaupt kämpfen muss. Okay. So. Ja, respektable Lehrkraft. Das ist, glaube ich, auch alles, was er lernen kann, weil er nur 500 Punkte hat. Was damals noch viel war. So. Okay. Zeilkopf hat irgendwie was zu sagen. Sehe ich gerade. Also, ja, habe ich ein paar Dings hier schon mal gemacht, ne? Ein paar Band-Sachen. Ich bin gespannt, wie viele Erfahrungspunkte Wanda kriegt, wenn er irgendwie jemanden heilt. Weil er ja schon als entwickelte Klasse reinkam. Vielleicht kriegt er ja jetzt, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, dass ich um eine schwebende Insel halt. Man könnte sagen, ich bin nicht gerade ein Freund großer Höhen. Er sitzt immer hier, ey. Jedes Mal. Er sitzt immer da. Immer mit verschränkten Beinen. So, ja, ich sitze hier. Ist ein Problem damit. Spektakel am Hafen von Gifri war selbst für mich verstören. Ich sorge mich um Prinzessin Ivy. Ach so, deswegen. Muss schon sagen, aber er auf einmal irgendwie was zu sagen. Aber ist ja Gefolgsleut. Volksperson von Ivy. Ja, und Gold Mary ist von Hortensia, also auch Illusia. Schon vorher nicht gut darum. Na, ich weiß nicht, warum ich auf einmal mit denen rede, obwohl ich das dauernd immer überspringe. War sowieso schon lang genug, ne? Da denke ich mir, also oh, können wir noch länger machen. Ich bin traurig. Jetzt bin ich sehr glücklich. Ivy. Und aber beim nächsten Mal werden wir dann, ich weiß nicht mehr welches, nee, welche Nebenquest. Ich glaube die von Corin, ne? War glaube ich die einfachste, Level 7. So,
irgendwas anderes. Ringe, mein Gott, Ringe. Ich glaube, ich habe schon alle Fire Emblem 10 Ringe. Aber ich kann da noch mal nachschauen. Ich habe definitiv noch nicht alle Fire Emblem 6 Ringe. Wir sollen uns natürlich auch hier einverleiben und oh, guck mal, wie bunt das jetzt hier ist. Es wird nur noch Barf und Celica. Ja, und die DLC. Hier noch 1, 2, 3 DLCs. Können wir eigentlich auch noch machen, ne? Beim nächsten Mal. Das ist ja auch schon lange irgendwie. So, dann haben wir uns noch alle, die hier noch fehlen, ne? Roy, wow, bei dir fehlt noch eine Menge. So, ich habe nicht von Mikaya alle. So, dann haben wir Lynch, ja. Die ist neu, ja. Eine erwachsene Person. Sof habe ich schon. Ich habe schon Sof. Ich habe sogar Sof schon auf S. Ja, Sanaki, hier, die, die Kanzlerin. Habe ich letztens drüber geredet. Alright, Fire Emblem 6 Charaktere habe ich auch noch so halbwegs auf. Fair, das ist die Tochter von Karel. Oder Enkelin, ne? Ja, Sophia. Ich glaube, sie ist die schlechteste Einheit im Fire Emblem 6, weil sie voll unterlevelt reinkommt und nichts aushält. Im Wüstenkapitel, wo alles dunkel ist, was der absolute Horror ist. So. Oh, ich mit der Gacha hier. Dick. Das ist der obligatorische Söldner vom Fire Emblem 6. So, Ray, Inus. Sohn, einer von Ninos Söhnen. Hey, da ist die Malakete aus Fire Emblem 6. Also die Person, die sich in Drachen verwandeln kann. Ja, wann kann ich mich mal irgendwie in Drachen verwandeln? Ich bin auch, ich bin auch ein Drachenkind, ne? Soll ich mich eigentlich auch? Oh cool, ich habe schon alle. Dann machen wir nochmal 10 zum Aufrunden. Alle anderen sind auch schon so auf 10. Kein Öss. Die Ringe sind sowieso jetzt irgendwie nicht mehr brauchbar, weil ich jetzt, ich habe jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann fehlen uns noch 2 erteilt, und in der Regel müssen wir ja immer 12 Charaktere mitnehmen. Das heißt, wir haben irgendwann genug Ringe für jeden. Sehr cool. So, brauchen wir eigentlich gar keine Ringe mehr. So, Nyla, die Wolfskönigin. Neffene. Oh, der schwarze Ritter, der ist echt ein Ring, ja. Habe ich das schon gewusst? Cool. Oh, bester Charakter aus Fire Emblem 10. Super cooles Musikthema. Lien, das ist eine der drei Tänzerinnen. Oh, da ist schon wieder schwarze Ritter. In sein Thema jedes Mal, wenn er im Kampf verwickelt wird, das allergeilste. In sein Thema ist irgendwie unausweichliches Schicksal oder so. Da hat er natürlich die gleiche Waffe wie Ike, mehr oder weniger, oder hat Gegenstück von Ikes Waffe. Und er hat den überpowersten Angriff aller Zeiten. Ignoriert die Verteidigung. Und verfünffacht den seinen Schaden. Was bedeutet alles, was irgendwie... Der kann mehr oder weniger alles erledigen im Spiel. Nein, er kann wortwörtlich alles im Spiel erledigen. Oh, Barmherzigkeit. Oh nein, ist das dieser Skill, den sie auch im Spiel hatte? Der Gegner auf 1 HP reduziert. Warum habe ich immer noch nicht alle Charaktere? Ah, Kenegis. Ja, das war der König der das war wortwörtlich der König der Löwen. So cool. Neue Informationen unter Ringe. Also am Ende ja auch mal irgendwann mal so durchstöbern. So, irgendwas wollte ich noch machen. Ich hab's vergessen.
Ach so, ich wollte nur Folge abholen, glaube ich. So cool, okay, da war's aber dann, weil es schon wieder viel zu lange hier, ne? Das müsste über 1,5 Stunden jetzt hier dauern. Aber okay, ne? Entweder das oder ich tue nur halbstündige Parts hochladen. Und dieses Projekt zieht sich über das ganze Jahr. Dann mache ich es lieber so, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Und irgendwie habe ich es auch geschafft, irgendwie seit ich das Projekt begonnen hat, auch jeden einzelnen Tag hier ein Part hochzuladen. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Tag verpasst. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe bisher. So, cool. Kann ich eigentlich immer noch spenden? Irgendwie hat das hier voll schon an Bedeutung verloren, ne? Weil ich einfach nicht dazu komme. Ich habe nie Geld. Ich bin immer broke, Mann. Ich habe schon lange kein Geld mehr bekommen, irgendwie habe ich so ein Gefühl. Und die Zweitsiegel, die kann man gar nicht verkaufen. Ich habe letztens hier versucht, ein Zweitsiegel, das ich hier mal bekommen habe, zu verkaufen, ne? Kann man anscheinend gar nicht verkaufen. Voller Bekack. Weil irgendwie so einzeln irgendwo gelagert werden, so in so einer unsichtbaren Vorrat oder so. Da unten links steht Inventar 2. Ich habe 2 von denen, aber ich kann die nicht verkaufen, weil die irgendwie so einzeln gelagert werden irgendwo. Das ist voller Betrug. Ich will die verkaufen, ich brauche Geld. Genauso wie mein Lager hier. Ich habe so viel Mist. Ja, ich habe so viel Mist, da brauche ich alles gar nicht. Ich habe 53 Nüsse. Kann ich nicht mal davon verkaufen? Ich brauche Geld, ey. Du brauchst Geld hier mehr als in jeden anderen Fire Emblem. Aber du kommst nicht dazu, irgendwie was zu verkaufen. Ja, Pferdelung. Ich habe mal gegoogelt, was das macht. Angeblich gar nichts. Da geben noch nicht mal Supportpunkte, gar nichts. Ich habe 25 von denen. Ich kann die nicht verkaufen. Das ist zum Kotzen. So gut. Ja, mit dem Mann sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann. Wir machen entweder eine Nebenquest oder eine DLC-Quest oder vielleicht so nach und nach eine davon, ich weiß es nicht. Aber ja, mal schauen, ne? Gucken wir mal. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Like, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Wo guckst du die ganze Zeit hier? Ist er endlich tot? Sagen wir, er ist tot. Er ist tot. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Auf deinen zu gucken.